Rita Hohlfing, die Ausstellung Hoffentlich im Gustav-Lübcke-Museum. Was die Kunst von Rita Hohlfing ausmacht, das ist der Raum, die Fläche, es ist das Licht und ist die Farbe. Und das Besondere an ihrer Kunst ist, dass der Betrachter Teil hat. Natürlich war es bei dieser Arbeit ganz, ganz wichtig, dass sich die Leute auch in der Arbeit gegenseitig beobachten können. Das heißt, diese Arbeit ist ja begehbar. Die Leute drinnen können die Leute, die außen stehen, beobachten. Die ganze Welt taucht einfach in Farbe ein. Sowohl wenn ich drinnen stehe und rausschaue, oder auch umgekehrt, wenn ich draußen davor stehe und reinschaue. Gerade wenn es dunkel ist, ist es ein wunderschönes Farblicht auch von draußen. Und auch bei meinen Objekten ist es genauso, dass nur durch die Bewegung des Betrachters verändern sich die Arbeiten. Hier in der Installation ist es so, dass der Betrachter sich wirklich im Raum bewegt und erfährt immer wieder eine neue Sichtweise auf die Welt. Sie ist einzuordnen in die konkrete Kunst. Und diese konkrete Kunst steht eigentlich für Fläche, Linie und Plan. Aber Rita Hohlfing geht weit darüber hinaus. Ihr Werk ist zwar streng, es ist aber auch sehr poetisch, es ist klar und doch irritierend. Mit der Ausstellung der Kölner Künstlerin Rita Hohlfing leistet das Gustav-Lübcke-Museum seinen Beitrag für die Ausstellungsreihe Hellwig Konkret 2. Hellwig Konkret 2 ist eine Ausstellung in Kooperation mit weiteren Kulturinstituten und Museen aus unserer Region. In dieser Ausstellungsreihe ist Hamm sehr präsent vertreten, gleich mit drei Kulturinstituten aus Hamm, und das Gustav-Lübcke-Museum zählt dazu. Die Ausstellung ist bis zum 5. September 2021 zu sehen.